Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal ins Display rein. Also, hier sehen wir halt den Fahrmodus, Dynamic Pro, hier den Verbrauch, hier die Geschwindigkeit, hier die Drehzahl, hier, dass der Leerlauf drin ist, beziehungsweise die Ganganzeige, hier die Uhrzeit, die jetzt falsch eingestellt ist, und hier die Außentemperatur und hier das Licht, dass die Lichtautomatik an ist. Wenn ich jetzt ins Menü gehe, dann habe ich hier die Einstellungen, da gehen wir jetzt nicht rein. Dann haben wir hier die Sportansicht. Dann ändert sich der Drehzahlmesser und man hat hier die maximale Schräglage, die man erreicht hat, links und rechts. Die Maschine sieht, dreht, wie man sieht, bis ca. 12.000. Dann gehen wir mal zurück. Hier sehen wir jetzt allgemeine Infos. Wassertemperatur, Reifendruck, Batteriespannung und Reichweite. Ja, und hier der Bordcomputer ist jetzt, glaube ich, eher uninteressant. Hier der Servicebedarf und hier Kontrollmeldungen. Gehen wir noch mal ganz kurz in die Einstellungen rein. Gehen wir mal in die Fahrzeugeinstellungen. Was ganz cool ist, man kann hier unter Konfiguration den Schaltblitz einstellen, ab welcher Drehzahl der Schaltblitz anfängt zu leuchten. Hier ab 7000 jetzt. Die Enddrehzahl ist 9000, das ist, weil die Maschine noch relativ neu ist, deshalb ist der Schaltblitz so gering eingestellt. Und man kann auch die Helligkeit und die Frequenz, also wie oft der pro Sekunde leuchtet, einstellen. Gehen wir nochmal zurück. Hier unter Fahrmodi Pro kann man den Fahrmodus Dynamic Pro einstellen. Das ist ganz interessant. Gehen wir jetzt mal rein. Der erste Punkt ist der Motor, also Engine. Hier kann man auswählen zwischen. Fangen wir mal bei 1 an. 1 ist optimale Gasannahme, maximales Drehmoment. Also 1 ist jetzt, sage ich mal, der aggressivste Modus. Dann 2 entspricht dem Fahrmodus, dem vorkonfigurierten Fahrmodus Dynamic. Hier ist eine optimale Gasannahme und ein bisschen reduziertes Drehmoment in niedrigen Gängen. Dann 3 ist eine weiche Gasannahme und maximales Drehmoment. Und 4 ist wie der Modus Rain. Dann gehen wir mal zur Engine Brake. Hier bedeutet 1 minimale Bremswirkung des Motors, 2 entspricht der Dynamic-Einstellung, also mittlere Bremswirkung des Motors, und 3 entspricht dem Road-Modus, also maximale Bremswirkung des Motors. Dann kann man hier die Traktionskontrolle, DTC, einstellen. 1 entspricht maximale Performance, 2 entspricht dem Dynamic-Modus hohe Performance, 3 hohe Stabilität und 4 Rain-Modus maximale Stabilität. Dann hier die Wheelie-Einstellung. 1 entspricht hohe Wheelies sind möglich, minimale Unterstützung. 2 leichte Wheelies möglich, optimaler Vortrieb. Und 3 entspricht maximale Stabilität. Und hier kann man noch das ABS einstellen in 5 Stufen. 1 entspricht, ja, hier sieht man, was das entspricht, das lese ich jetzt nicht alles vor. Also das ist jetzt, sage ich mal, der aggressivste Modus. 2 entspricht dem, wie ihr hier jetzt rechts sehen könnt. Dann 3 entspricht dem. 4 entspricht dem und 5 entspricht dem. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Das ist jetzt, glaube ich, so das Wichtigste, beziehungsweise das, was ich euch zeigen wollte.